Damit wir endlich den ersten Schnitt vom neuen Feld holen können, haben wir vergangene Folge den Weg dorthin gebaut. Um möglichst wenig Bodendruck auf die neue, sensible Fläche zu bringen, entschieden wir uns, nur mit dem Frontmähwerk zu arbeiten. Los geht's mit dem Mähen. Viel Spaß dabei! Leider ist uns mal wieder die Aushubmechanik ausgehakt. Jedoch muss man dazu sagen, dass ich den damals ersten Prototypen bekommen habe, welcher bis heute natürlich mehrfach überarbeitet und verbessert wurde. Weiterhin gilt also, die Mähwerke haben eine Top-Qualität. Während die Maschinen laufen, kümmere ich mich um den ersten Kommentar dieses Videos. Der ist von Felix Weber 4830. Wow, Daumen hoch, klasse Video, der Schnitt ist einfach nur große Klasse, schöner Inhalt. Es lässt sich super anschauen mit dem Wechseln zwischen Bauen und Basteln und Fahren. Ich war erst nicht begeistert über die Änderung, dass nur noch alle 2 Wochen ein Video kommt. Wenn allerdings die Qualität und der Inhalt so klasse ist wie heute, durch mehr Zeit zwischen den Videos, dann gerne so beibehalten. Große Klasse, super Videos, weiter so. Ja, lieber Felix, ganz herzlichen Dank für dieses Feedback. Genau das erhoffe ich mir, dass auch die ehrlichen Meinungen ganz ehrlich und offen geäußert werden. Leider ist es eben zeitlich bedingt momentan nicht möglich, es sei denn, es findet sich jemand, der mich
im Schnitt unterstützen kann und möchte, dann lässt sich bestimmt auch wieder mehr umsetzen. Aber momentan sieht es bei mir so aus, dass ich nicht häufiger liefern kann. Ich danke aber für das Verständnis. Ich hoffe, dass das weiterhin von der Qualität so hochwertig bleibt. Gebe also mein Bestes dafür. Und freue mich auf weitere Kommentare von dir. Während Janko den letzten Außenstreifen mäht, lese ich schnell den Kommentar von der Laura vor. Hallo, mein kleiner Bruder fragt, wie ihr die Biogasanlage füttert. In der Regel werde ich die Biogasanlage mit einem echten, funktionierenden, nachgebauten Feststoffzuführer füttern, aber solange der nicht fest außen installiert ist, naja, füttern wir halt mit der Fock. Endlich können wir zu den neuen Feldern gelangen. Was dort noch alles gemacht wird, Thema Neuansaat, Düngung und Schnitt mit anderer Mähtechnik, wird im Laufe der kommenden Folgen gezeigt. In der nächsten Folge geht es übrigens vorerst zurück zum Teich meiner Eltern. Seid gespannt!